Seid gegrüßt und willkommen zur 12. Episode meiner No Man's Sky Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Komisch hier manchmal. So, ich soll jetzt zum Basiscomputer gehen, um hier den Code zu entschlüsseln. Archive gelöscht. Neue Aufgabe auswählen. Mit Entschlüsselung beginnen. Entschlüssele. 16, 16, 16. Nachricht folgt. Der Reisende findet seine Flügel. Fliege zu uns und sichere dir deinen Platz in den Sternen. Signal empfangen. Lebenszeichen entdeckt. Die entschlüsselten Koordinaten erreichen. Okay. Was? Verschlüsseltes Signal empfangen. Koordinaten aufgezeichnet. Begib dich zum Signal. Da hinten irgendwo. Mögliches Notsignal, okay. Tragbare Raffinerie. Eben schauen, was ich hier überhaupt herstellen kann. Vielleicht kriege ich ein bisschen Platz. Moment mal, Eingabe. Magnetisiertes Ferrit, also Eisen. Ich bin gerade noch verwirrt. Was muss ich denn... Tun das mal rein. Kommt reines Ferrit raus. Aber brauche ich reines Ferrit? Nee, F++ ist irgendwie besser. Silikatpulver. Guck mal, was da rauskommen kann. Glas. Ah, machen wir doch sowas. So. Gas. Kann ich damit was machen? Nö. Muss hier bestimmt... Kohlenstoff. Ich habe gar keinen Kohlenstoff, oder? So Pflanzenmaterial oder so. Hallo? Habe ich hier was drin? Nö. Ich habe halt gar kein... Moment mal. Modifizieren, was kann ich denn hier machen? Metallplatten. Kohlenstoff. Hä? Warum kann ich das nicht? Kunststoff aus dem Meer. Hä? Habe ich nicht hier immer Kohlenstoff reingepackt? Oh, verdichteter Kohlenstoff. Kohlenstoff. Oh Mann. Ja, den kann ich auch nicht reinpacken. Was kann ich denn hier? Hä? Womit habe ich denn immer? Die Wasserstoff? Was habe ich denn hier immer reingetan? Natrium, Kobalt, Projektilmunition. Sauerstoff? Nee. Was zum Teufel muss denn hier rein? Ich probiere es alles aus. So, Fertium? Nee. Verarbeite? Ach so, es geht so? Wow. Ernsthaft? Vierzig zu 1, okay. Haben wir jetzt ein Glas, nee, 5 haben wir jetzt gemacht, okay. Ahahaha. Aber ich habe doch hier... Oh, ich habe keinen Platz mehr. Moment, was werfe ich denn wohl weg? Ja, wahrscheinlich nichts davon. Ich lade meinen Anzug auf mit Zeug. Hallo. Sauerstoff. Ja, so, womit lade ich das auf? Wir haben alles aufgeladen, ne? Sehr gut. Dann dürfte ich auch wieder keinen Platz haben. Verdammt. Kupfer in der Fracht, okay. Da. Kann ich das doch hier reintun? Nö. Oh, wo ist denn mein Schiff? Ich hole mir das mal eben. Warum habe ich auch so weit weggeparkt, verdammt.
Das Blöde ist auch, ich fliege jetzt nicht die kurze Strecke, weil das verbraucht wieder diesen Starttreibstoff. Ich gehe nur kurz hin, um ein paar Sachen abzuladen. Oh, komm, noch langsamer. So, Raumschiff. Was habe ich denn noch im Anzug? Phosphor. Hm. Silber, Mordit, Silikatpulver, Natrium. Sehr gut. Natrium. Geh rüber zum... Hallo? Zum Schiff? Wie mache ich denn das? Schnellübertragung. Was hatte ich noch? Das hier? Nee. Ja. Ja. Lass mich doch mal eben gucken. Das auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Ja, ich weiß. Also ich weiß es nicht, aber... Naja, ich hole eben den Rest. Und dann können wir aufbrechen. Und Sauerstoff nehmen wir natürlich mit. Ach so. Lass mich doch einfach in Ruhe hier Sachen machen. Ne, Moment, hier hin. Leider nur eins. Dam, die dumm, die dumm. Was ist dieses Zielzeichen unten rechts? Hm. Da, da, da. Los, gib mir die Sachen zurück. So. Ja, ich will hier weg. So. Auf zum Schiff. Und dann fliegen wir los. Dass man... Autsch, dass man nicht so weit rennen kann, ne? Oder sprinten kann, so weite Strecken. So, gehen wir mal hier rein. Und go. Hallo? Kann ich jetzt die Steuerung übernehmen, bitte? Danke. Wo ist die Steuerung denn vertauscht? Was ist denn... Oh Gott, warum? Optionen, Steuerung, umgekehrt, normal, Angebot normal, was? So ist richtig rum jetzt. Und was war das? So ist richtig rum, okay. Und los, wir fliegen mal ein bisschen schneller. Paar Sekunden, das lohnt sich ja wieder. Vorhof, was ist das denn für ein Raumschiff? Das ist ja groß. Wie schieße ich nochmal? Damit? Nee, hiermit? Hiermit? Was war das denn? Oh, ich will hier nicht landen. Ah, ich will doch hier landen. Nicht zu nah dran. Oh Gott, wo hab ich jetzt wieder? Hm. Nicht genug Treibstoff für Startschubdüse. Mist. Wie mache ich den Treibstoff nochmal? Nee, ich wollte gar nicht herein. Moment. Ich will ins Inventar. So. Raumschiff, Treibstoff. Das ist wenig, glaube ich. Mordit kriege ich ja von den Viechern, wenn ich die töte. So, nehmen wir das mal raus. So, Exo-Anzug. Boah, das nehmen wir weg. Geode, genau. Damit? Da rein. So, dann stellen wir her. Wie heißt das? Starttreibstoff? Wie heißt denn das hier? Lebenserhaltung? Oh Gott.
Ionenakku, hermetisches Bla. Wie heißt denn das hier? Moment mal, Raumstift. Ah, statt. Die Wasserstoffmetallplatten, ich wusste es. Ich will mehr Platten haben, hallo? Mehr herstellen. Oh, werde ich wieder angegriffen? Das nervt schon super. Mann, ey. Kann ich mal in Ruhe hier rumstehen? Also. Ich möchte gerne mehr Metallplatten herstellen. So, dann muss ich wieder irgendwas ablegen. Zellflüssigkeit. Ja, komm, weg damit. So, jetzt möchte ich herstellen. Raumschiff-Starttreibstoff. Moment mal, Raumschiff-Starttreibstoff? Wie viel braucht man denn davon? Metallplatte herstellen. Fehlen mir wieder die Metallplatten. Ja, ich habe kein Eisen mehr. Eben schauen, ob wir hier rein, also wegkommen würden. Ja, es würde reichen, gut. Aber ich sehe auch gerade, wir haben Lebenserhaltung, Sauerstoff. Das auch noch aufzuladen. Ja, okay, das passt ja alles. Ich muss schauen, dass ich Metall bekomme. Ja, das ist so gut. Da. Oh, nur noch minus 40 Grad. Voll gut. Das Problem wird sein, ich brauche auch Inventarplatz, wenn ich hier irgendwie was machen will. Das könnte ich nicht schönes rüberschiffen. Schiffen? Naja, egal. Das da rein. Jetzt haben wir zwei Plätze frei. Ja, wird schon passen. Ach, und auf dem Weg haben wir noch genug Eisen vorkommen, dass ich Metallplatten machen kann. Und hier ist auch die Wasserstoff. Sehr gut. Oh, verdammt, ey. Da gibt es schon so lame Gegner hier und ich laufe trotzdem noch rein. Kristallfragment? Och nö, habe ich hier was Neues? Jetzt habe ich keinen Platz mehr für andere Sachen. Na, super. Achso, mit E aufbrechen. Was war drin? Die Wasserstoff, okay. Dann muss ich mal gucken, wie ich hier reinkomme. Das ist schon riesig groß. Notsignal, ich weiß ja nicht. Das ist schon etwas länger her, denke ich, dass es hier abgestürzt ist. So tief, wie es irgendwie im Boden drin ist. Oh, da muss ich hin. Gehen wir mal hier dran. Wrack der Furak 6 HS Flügel der Anomalie. Aha. Ach ja, ich lese wieder vor. Protokoll beschädigt. Unvollständige Aufzeichnungen verfügbar. Das Signal hat mich zum Wrack eines Frachters geführt, dessen gewaltige Metallfragmente in der Landschaft verstreut sind. Stammen diese Nachrichten also nur von den fehlerhaften Schaltkreisen einer längst vergessenen Ruine? Ich finde das Protokoll des Piloten zwischen den Trümmern. Es blinkt und wartet auf eine Eingabe. Protokoll anfordern natürlich. Das Terminal spuckt eine seltsame Zahlenfolge aus. Nee, es spuckt eine seltsame Zahlenfolge aus, statt das Protokoll des Schiffs anzuzeigen. Dann folgt eine kurze Nachricht. Die Anomalie kommt der Sterne wegen. Starten. Okay. An das Ende der Nachricht ist ein Bauplan für einen Hyperantrieb angehängt. Bauplan nehmen. Ich extrahiere den Bauplan aus dem Computer, aber dieser Hyperantrieb-Bauplan ist für ein gewöhnliches Raumschiff und nicht für einen Frachter dieser Größe. Jemand hat ihn nach dem Absturz hier platziert, in der Hoffnung, dass er gefunden wird. Ach, guck an. Hyperantrieb, Lichtgeschwindigkeit, Warpantrieb. Hyperantrieb, der einem Raumschiff Warpgeschwindigkeit und Sprünge zwischen benachbarten Systemen ermöglicht.
Es wird empfohlen, dass der Nutzer über die galaktische Karte auf die Hyperantriebssysteme zugreift. Chromatisches Metall und Mikroprozessoren. 5 an der Zahl. Schau ich mal, wie teuer sowas ist. Ich kann die gar nicht bauen, oder? Ah, ich kann die bei irgendwem kaufen. Ich habe nur keine Ahnung mehr, bei wem. Oder ich suche... Wow, was? Empfehlung, Hyperantrieb installieren. Ja, ach. Fang mit der Installation des Hyperantriebs an. Komponenten beschaffen, Mikroprozessoren kaufen. Okay. Chromatisches Metall raffinerieren. Schließe die Installation ab. Ja. Das klingt nach einem Plan. Was haben wir hier? Raumschiff rufen. Ich möchte keine Navigationsdaten verschwenden irgendwie. Was ist das da hinten? Zoom. Ach so. Was ist das? Was ist das hier? Ach so, abgestürzter Frachter. O2, das kann man nochmal einsammeln. Ich würde auch gerne hier irgendwie gucken, ob ich hier reinkomme. Da. Was war denn hier? Stahl? Ich will Stahl haben, hallo. Hui. Ich kann das Ding auseinandernehmen, oder was? Was habe ich jetzt eingesammelt? Habe ich jetzt Stahl eingesammelt? Oder einfach nur Ferrit plus oder sowas? Scannen. Ich nehme alles mit, was ich hier kriegen kann. Was war das denn da? Das grünliche. Beschädigtes Bedienfeld. Ich glaube, ich mache das alles nur kaputt. Oh, was? Gebäude durchsuchen. Gebäude bieten Schutz vor Gefahren. Durchsuche Gebäude nach wertvollen Materialien und Daten. Ja, dafür bin ich hier. Durchsuchen und sammeln. Ist das eine Waschmaschine? Eine Frachtkapsel? Ach nee, die kann ich öffnen. Frachtkapsel. Durch Reparatur der beschädigten Komponenten öffnen. Magnetschloss. Diese Technologie ist kritisch beschädigt. Reparieren. Yay. Und Raumschiff-Treibstoff mal an. Oh, wow. Okay. Wahrscheinlich, weil das hier ein Raumschiff ist. Das war jetzt aber gefährlich. Oh, ich kann ja auch rein. So, was ist denn hier noch? Haben wir hier noch was? Hier geht's doch. Hier war doch gerade wieder was. Hier. Nö. Warum werde ich jetzt geheilt? Okay. Seltsam. Aber hier ist nichts mehr, oder? Ich sehe nichts. Kann ich hier durch? Ja. Aber hier ist auch nichts. Aber wo war denn jetzt hier? Hier war doch irgendwo Sauerstoff. Da hinten. Aber hier war doch... Ich will mal da hoch. Vielleicht ist da die Brücke. Oh, da ist ja auch noch... Sauerstoffreiche Pflanze. Aber eigentlich muss ich ja... Eisen sammeln. Habe ich was zu fressen für dich? Nö. Sorry, Freund. Du bist wieder so ein Agro-Viech, oder nicht? Ach, wo soll denn die Pflanze sein? Ach, lass mich hier durch. Dahinter, gut. Was ist das denn? Hallo? Was war da? Hä? Da habe ich wohl Gespenster gesehen. Oh, was bist du denn für eins? Oder habe ich dich schon gescannt? Ich habe dich schon gescannt, ne? Wo ist jetzt die dumme Pflanze hier? Das hier? Nee. Hier? Nee. Hä? Ich finde die auch ohne Hilfe. Ganz sicher. Was ist das denn? Kobalt. Cool.
Ach, da hinten. Kann ich ja lange suchen. Wow, nur für so ein kleines bisschen hier. Was sind das denn hier für Lautsprecher? Wissenstein. Ach, cool. Das Gag-Wort für Gag gelernt. Jawohl. Verständlich. 10 Worte gelernt. Oh, ich bin voll der... Au! Was bist du? Katzenleber. Ich habe wieder keinen Platz. Ja, super. Gag-Wort für Freund gelernt. Boah, ich werde hier noch voll der Reiseführer. Ich schaue gerade mal, ob ich... Habe ich schon Kobalt gesammelt? Denn wenn ja, kann ich noch ein bisschen Kobalt aufsammeln. Terrain-Manipulator. Ist aber wenig Kobalt, was man hier so einsammelt. Hauptsache, ich zerstöre hier alles damit. Naja. Geht nicht anders. Lass mich mal weiter rein. So. Oh, mein Terrain-Manipulator ist gleich leer. Weil ich pro Klick irgendwie 1% verbrate. Wir laden es mal eben auf, das Ding. Genau, aufladen. Ja, okay, nehmen wir Eisen. Dumm, die dumm. Gut, haben wir jetzt alles? Sieht so aus. Ich scanne nochmal. Hier sind wohl noch Spuren enthalten. Silikatpulver. Oh, ich habe eine Höhle freigelegt. Ja, wundervoll. Nicht. Blendet den Kack mal bitte aus, damit ich sehen kann, was hier unten noch ist. Was haben wir denn hier? Silikatpulver. Ne, ich muss hier raus. Ich gehe jetzt Ferritstaub sammeln. Hi, Leute. So, ist das Viech da eigentlich aggro? Und was ist das für eine blaue Pflanze? Deuteriumreiche Pflanze. Sammle ich davon mal ein. Hallo? Jetpack-Stromstoß? Kein Plan. Ich baue die Steine einfach ab. Und außerdem beende ich die Episode für heute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie ich mal den Hyperraumantrieb weiterbaue, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.